Hallo, wer gerne wissen möchte, welche Reisestative er sich kaufen soll, der muss vielleicht noch auf den nächsten Teil warten. Wer aber Infos möchte, welche Stative er nicht kaufen soll und warum nicht, der ist bei dieser Folge super richtig. So, wie schon erwähnt, heute eins der ganz beliebten Unboxing-Videos. Es geht um Stative. Hier ist mir gerade eins zugeschickt worden und wir machen mal jetzt eins der ganz beliebten Unboxings. Nee, Spaß beiseite. Vielleicht mal eine Frage am Rande. Warum dreht man auf YouTube Unboxing-Videos? Ich verstehe das nicht. Warum, welchen Lustgewinn hat der Mensch daran, jemand anders zuzugucken, während er irgendwelche Ware, die original verpackt ist, auspackt und zeigt, wie viele Elemente an Verpackungsinhalten da drin sind. Ich verstehe das nicht, aber vielleicht ist mir da auch was entgangen. Liebe Zuschauer, wenn ihr mir das sagen könnt, warum man sich gerne Unboxing-Videos anguckt, beziehungsweise warum die gemacht werden, gerne. Thema soll heute sein Stativkaufberatung, beziehungsweise eher eine Stativ-Nicht-Kaufberatung. Ich möchte vielleicht einmal ganz kurz darüber erzählen, mit welchen Stativen ich bisher gearbeitet habe und mit welchen ich nicht mehr arbeiten möchte. Studiofotografie lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Es geht mir jetzt eher so um kleine, leichte Reisestative. Und klein und leicht, das sind, glaube ich, schon die Kernaussagen, die für mich zumindest ein Reisestativ mitbringen muss. Man hat es irgendwie am Rucksack dran, schleppt sowieso relativ viel Objektive mit oder auch nicht, je nachdem, auf was für ein Format man setzt. Ich persönlich schleppe halt sehr, sehr viel mit und deswegen sollte ein Reisestativ für mich vor allen Dingen eins sein: klein, handlich und funktional, dass man schnell auch auseinander und zusammenbauen kann. Meine erste Anschaffung war dieses Stativ. Hersteller davon ist, ich muss jetzt mal gucken, damit ich nichts Falsches sage, der Hersteller Togopot oder Togopot. Ihr seht, die Bauart, die ist relativ interessant dadurch, dass der Mittelarm quasi nach innen geklappt werden kann oder die Arme nach innen geklappt werden können, ist das Packmaß relativ klein. Also das ist eindeutig cool, gar keine Frage. Ich stelle jetzt mal hier so eine Geschichte her, dass man mal vor ungefähr sehen kann, wie dieses Gerät jetzt hier aussieht. So weit, so gut. Hier oben drauf gehört dieser kleine Kopf. Den schraube ich jetzt auch noch mal drauf. Das ist normales Standardgewinde für Stative. Oben mit dem Kugelkopf. Ja, es ist das Ganze sogar schon wieder ein bisschen zu groß. Deswegen fahre ich es jetzt mal ein bisschen runter. Also klar, Kugelkopf sollte ein Stativ haben, gar keine Frage. Die ersten Praxiserfahrungen haben jedoch gezeigt, dass diese kleine Schraube, ich halte jetzt mal so in die Kamera rein, in der Hoffnung, dass die lieben Zuschauer das sehen können. Diese flüssige Oberfläche sieht natürlich stylisch aus, aber im Prinzip war da eine Kreuzlochschraube drin, die irgendwann mal verleimt war. Irgendwann hat sich diese Verleimung geöffnet bzw. nachgegeben. Und Sinn der Sache ist, dass man mit diesem Schraubverschluss dieses Element fest verschraubt und die Bodenplatte der Kamera dann damit arretiert. So, ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn diese Gummierung durchdreht. Man kriegt die Schraube nicht mehr richtig angezogen. In meinem ersten Lappland-Trip mit diesem Objektiv ist genau das passiert. Das heißt, ich habe gedreht, gedreht, gedreht und habe gar keinen Zug mehr hier drauf bekommen. Was zur Folge hatte, dass die Spiegelreflex sich irgendwann fast selbstständig gelöst hatte, weil ich es nicht mehr fixiert bekommen habe. Deswegen habe ich irgendwann Sekundenkleber drauf gemacht. Komischerweise hat er bei extremen Plusgraden auch nicht mehr richtig funktioniert. Wahrscheinlich, weil das flüssig wurde. Ich war nämlich mal in Dubai und da war das andere Problem, was ich hatte. Demzufolge bin ich dann irgendwann immer mit dem Kreuzlochschraubenzieher rumgelaufen, um diese Platte halt richtig festschrauben zu können. Suboptimal, wenn man immer einen Kreuzlochschraubenzieher mitschleppen muss, um sein Stativ richtig auszurichten. Die Bodenplatte, die man hier reinschraubt, sitzt so eng, dass ich dieses Gewinde fast komplett rausdrehen muss, um die Platte zu arretieren oder nicht. Was zur Folge hatte, dass ich im Schwedenurlaub sich dieses ganze Ding gelöst hatte beim Transport. Zu Boden fiel im hohen Gras. Tja, und ich bestimmt 2 Stunden rumgeflucht habe, weil ich keine Stativarbeit mehr leisten konnte, weil ich die Kamera ja nicht adaptieren konnte. Mit viel Glück und Spucke, wie man so schön sagt, habe ich das dann im hohen Gras wiedergefunden. Was soll ich euch sagen? Vor 2 Wochen beim Transport hat sich das Ding wieder gelöst. Und da dachte ich mir, es muss doch irgendwie eine andere Lösung geben. Und es gibt ja Stative, da klemmt man mit so einem Kippschalter, sage ich jetzt mal. Also diese Schraublösung hat bei mir, wie ihr seht, zu einigen grauen Haaren geführt. Das war so die erste Schwachstelle an dem Kopf von dem Togopot oder To-Go-Pot, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Die andere oder das andere Ärgernis, wo ich jetzt mittlerweile schlauer bin oder schlauer werden sollte bei dem nächsten Stativ, was ich kaufe, ich weiß noch nicht, was es für eins sein wird, sind definitiv das System, wie diese Füße auszuziehen sind. Also, ihr seht, es sind so Drehschrauben, Drehringe. Links ist lose, rechts ist fest. Das heißt, ihr fangt an vor Ort auszuziehen, Schraub, Schraub, Schraub. Und es ist mir tatsächlich noch nie gelungen, dass ich alle fest genug gemacht habe. Nämlich, wenn ich dann Stativ dahingestellt habe, hat irgendein Bein wieder nachgegeben und ich habe dann wieder rumgeeiert.
verschleiert und konnte nicht vernünftig fotografieren. Wenn man bedenkt, man arbeitet vielleicht bei Dunkelheit, man arbeitet an Stellen, die vielleicht abschüssig sind, wo man sagt, hey, jetzt ist nicht nur ein Stativ eine Geschichte, womit ich nochmal nachziehen muss und nochmal ziehen muss. Also in Zukunft werde ich definitiv ein Stativ kaufen, wo man so Klapp-Mopeds dran hat und die dann arretieren. Der Kundendienst der Firma, der ist für mein Verständnis auch nicht so, wie er sein sollte. Ich hatte es denn nämlich mal irgendwann, als ich, das war dann mal in der Türkei, das Stativ aufgebaut habe und die letzten Elemente, wie ihr seht, rausgezogen habe. Und dann ist Folgendes passiert. Also hier seht ihr, dieses Element funktioniert. Dann habe ich, das ist übrigens, was auch gerne mal passiert, man zieht und hat den Fuß in der Hand. Auch super. Und das hat nämlich zur Folge, das ist jetzt schön, dass es jetzt passiert, ich kriege diesen, spreche jetzt mal im Englisch-Deutsch, diesen Feed überhaupt gar nicht mehr hier rausgezogen. Somit fehlt mir eine, ja, ein Element, was geschätzt 25 cm sind. Aber ich versuche jetzt nochmal diesen hier rauszuziehen. Losgedreht. Obwohl ich das Element jetzt ganz losgeschraubt habe, auch nur den Fuß in der Hand. Also ihr seht, es ist anders gedacht. Was ich jetzt noch zeigen wollte, was nicht geht, weil ich die Elemente nicht mehr rausgezogen kriege. Ich hatte das unterste Element komplett in der Hand. Also es ließ sich zu weit rausziehen. Ja, und dann habe ich den Hersteller, wohlgemerkt innerhalb der Garantiezeit, angeschrieben. Gesagt, hör mal, der Fuß, der lässt sich viel zu weit rausziehen. Mhm. Was war die Antwort? Ja, musst du einen Reservefuß kaufen für, weiß ich nicht, 20 Euro. Wo ich dachte, das ist doch jetzt nicht mein Fehler, dass der Fuß sich nicht ordentlich oder zu weit rausziehen lässt. Also von wegen Kulantumtausch war nicht. Ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, nachdem ich, weil ich wollte ja auch Geld sparen, ist klar, dem Stativ noch eine Chance gegeben habe und ich immer wieder darüber geärgert habe, dass ich die Füße reingeschoben habe, dass ich die untersten Elemente nicht rausziehen konnte, dass ich hier oben diese Schraube, die Arretierung wieder rausgedreht hat, gesagt, okay, komm. Kaufst du was Neues? Ja, ich hatte auch schon eins im Auge und dann gab es so eine, ja, wie heißt die Veranstaltung? So ein Restpostenveranstaltungsverkauf von einem namhaften Fotozubehör-Großhandel. Ja, da geht man als Fotograf ja auch schon mal gerne hin. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen Schnapper machen, denkt man sich so. Ich wusste, es soll noch leichter werden. Zack. Und da gab es dann dieses Stativ. Carbon, nicht Aluminium, Carbon. Und tatsächlich, es ist vom Gefühl noch ein bisschen leichter. Jetzt ist natürlich immer so das Ding bei diesen verrückten Einkäufen, die man so tätigt. Eigentlich sollte man so Preise im Kopf haben. Dieses Tripod ist von der Firma Triopo. Kannte ich bis dato nicht. Ich glaube, das habe ich dann für 80 Euro geschnappt. War eine B-Ware, weil hier oben die Ummantelung fehlte. Und dachte ich, 80 Euro Carbon? Super. Sofort gekauft. Naja, zu Hause ging dann die Ernüchterung etwas los. Das ist mir aufgefallen, oh, hat ja gar keinen Kugelkopf. Egal, Kugelkopf von meinem Togo-Pod abgeschraubt und sehe da, es passt. Gewinde sind ja standardisiert, hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Zack, und ich war glücklich. Super leicht, der Kugelkopf passt. Ja, diese Schraube, dachte ich, nimmst du nochmal in Kauf. Aber beim ersten Urlaub hat sich dann Folgendes herausgestellt. Hier oben, ich ziehe den Kopf jetzt mal ganz fest. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier ist Spiel drin. Das heißt, obwohl es fest arretiert ist auf dem Gewinde, ist in diesem Bereich von diesem Stativ, warum auch immer, Spiel. Natürlich bei Langzeitbelichtung von um die 30 Sekunden oder vielleicht mehr. Ist das doof, wenn hier so ein bisschen Spiel ist. Stellt euch vor, hier vorne guckt nur das lange Objektiv raus. Das ist wirklich nur mittelerfreulich, weil wenn noch ein bisschen windig ist und es wackelt, werden die ganzen Langzeitbelichtungen nichts. Und die Schärfe ist dahin. Also hatte ich schon den ersten Punkt, wo mich auch dieses Stativ wieder geärgert hat. Ja, was ich bei der Euphorie dieses super Angebots übersehen hatte, die Arretierung der Füße, ist wieder diese Drehgeschichte. Und auch hier, jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe alle Elemente vollkommen richtig arretiert, an denselben Stellen, wo ich kaum mich halten konnte, weil es glitschig war oder abfälliges Gelände oder was auch immer, gaben die auch wieder nach. Aber ich denke, komm, alles gut, ist ja Carbon, ist ja super. Naja, und last but not least, ihr seht, hier sind 1, 2, 3 Elemente. So, dieses Element ist nach, wie lange habe ich das im Einsatz? 2 Urlaube hat das jetzt mitgemacht. Ich war damit in Schottland und in den USA. Lässt sich genau noch an einer Stelle, das unterste Element. Ihr seht, ich bin zu doof zu schrauben, rausziehen, wie es soll. Jetzt versuche ich das mal an dieser Stelle zu machen. Oh, geht ja gar nicht. Warum? Dieser Gummifuß ist zuerst hier abgegangen und dann hier abgegangen. Und ohne diesen Gummifuß hat man kein, wie mein Kumpel MK Lichtbilder sieht, kein Pack an. Man kann ja nicht, also ich bräuchte jetzt wiederum, neben einem Kreuzloch, muss ich hier jetzt noch eine Zange mitnehmen, um das letzte Element rauszuziehen. Ist auch scheiße. Entschuldigung, darf man nicht sagen, aber es ist scheiße, das kann man nicht schönreden. Und an dieser Stelle dieses, was kaufe ich nicht für ein Objektiv, was kaufe ich nicht für ein, ich habe schon Wortfindungsschwierigkeiten. Und an dieser Stelle des Tutorials muss ich tatsächlich nachdrehen. Weil wie ist es denn so schön oder wie kann es nicht besser sein? Man schneidet gerade fleißig und was passiert? Tonspur fehlt, Bildmaterial fehlt. Also eigentlich bin ich ein Freund von GoPro und das nur am Rande, aber
irgendwie wollte die Hardware nicht so, wie ich wollte. Ja, zusammenfassend bleibt zu sagen, bei meinem nächsten Stativkauf werde ich definitiv auf meinen Weggefährten MK Lichtbilder hören und vermutlich zu der Premium-Marke Manfrotto wechseln, auch wenn es im Markt 10 mehr kostet. Welche Elemente ich für mich nach meiner Odyssee nicht mehr an dem Stativ haben möchte, sind Ausziehelemente, die zur Arretierung geschraubt werden müssen. Ich werde mir sicherlich unten die Gummipröppel angucken, wie die befestigt sind, ob die verschraubt sind, ob die geklebt sind, weil davon habe ich echt auch schon mittlerweile zu viel in meinen zarten Händen bisher gehalten. Ich werde prüfen, was denn so die Stabilität der Verschraubung des Objektivkopfes hergibt, wie stabil die ganze Geschichte ist. Ja. Packmaß ist natürlich auch noch eine Geschichte, soll schön klein sein. Carbon werde ich bei bleiben. Gewicht ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Leichtigkeit. Und wie gesagt, diese Klappverschlüsse wären mir wichtig. Oben die Aufnahme der Kameraplatte hätte ich auch gerne mit so einem Klapphebel. Ich hoffe, ihr seid mit dem Tutorial weitergekommen in Sachen Stative, die ihr auf keinen Fall kaufen solltet. Zerrt von meinen Erfahrungen, weil ich habe mich geärgert. Ich wäre einmal auch fast ins Wasser gefallen, weil der Fuß wieder nachgegeben hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.